Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Webinarserie Plötzlich Geld – Ein Leitfaden für Berufseinsteiger. Mein Name ist Marco Metzger, ich bin Geschäftsführer der Ypos Finanzplanung und möchte mich heute mit Ihnen mit folgenden Themen befassen. Nachdem wir im ersten Teil der Webinarserie einige grundlegende Zusammenhänge kennengelernt haben, schauen wir uns im zweiten Teil den Überblick zum aktuellen Umfeld und die damit verbundenen Herausforderungen an. Sie haben sicherlich einiges schon zum Niedrigzinsumfeld gehört. Viele von Ihnen haben sicherlich spätestens mit Blick auf das eigene Kontoguthaben schon erfahren, dass die Zinsen momentan bei null oder knapp darüber sind. Wir schauen uns in einem monatlichen Abstand verschiedene und die wichtigsten Vermögensklassen an. Und hierbei können Sie sehr deutlich erkennen, dass es bei vielen Arten der Vermögensanlagen, sei es bei deutschen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Pfandbriefen oder auch Anleihen von Schwellenländern, momentan relativ niedrige Renditen gibt. Setzt man diese noch ins Verhältnis zur Inflationsrate, wird relativ schnell deutlich, dass mit vielen Arten der Kapitalanlage heute keine positiven Renditen mehr erzielbar sind. Wichtig hierbei ist, zu unterscheiden zwischen der nominellen Rendite, also der Rendite, die mir das Kontoguthaben gibt, nämlich 0, und der realen Rendite, die Rendite, die mir nach Kaufkraft übrig bleibt, also die Rendite abzüglich der Inflationsrate, ist zum Beispiel am Beispiel Kontoguthaben aktuell bei minus 2% per anno. Schauen wir uns das Ganze mal am Zinseszinseffekt an. Auf einen etwas längeren Zeitraum wird deutlich, wie wichtig dieses Thema erscheint. Nehmen Sie zum Beispiel mal einen Sparplan, den ich hier aufgemalt habe, in Höhe von 200 Euro. Summa summarum, nach einem Jahr haben Sie also 2.400 Euro auf Ihr Konto eingezahlt. Bei einem angenommenen Zins von 0,1% haben Sie also eine sensationelle Vermögensmehrung von 1,30 Euro und haben ein Endkapital von 2.401,30 Euro erreicht. Hätten Sie die gleiche Anlage getätigt und statt einer Rendite von 0,1% eine Rendite beispielsweise über Aktienfonds von 6% erzielt, läge das Endkapital auf Einjahresbasis bei 2.478 Euro, also knappe 70 Euro darüber. An diesem Beispiel wird deutlich, dass das Thema Zins und Zinseszinseffekt über eine sehr kurze Laufzeit eigentlich keine tragende Rolle spielt und hierbei andere Faktoren bei der Wahl der Kapitalanlage wichtig erscheinen. Schauen wir uns das Gleiche mal auf einen längeren Zeitraum an, und zwar über einen Zeitraum von 20 Jahren, wird relativ schnell deutlich, wie wichtig das Thema Zinseszinseffekt bei der langfristigen Kapitalanlage wird. Auch hier gilt, 200 Euro monatliche Sparrate ergibt eine Gesamteinzahlung von 48.000 Euro. Bei unserer Verzinsung von 0,1% bei der Bankeinlage bleibt also ein Endkapital von 48.484,90 Euro. Hätten wir das gleiche Geld jährlich in Aktienfonds gepackt und die Rendite läge hier bei durchschnittlich 6% per anno, kämen wir auf ein Endkapital von 91.100 Euro, also wir hätten die Summe der eingezahlten Beiträge fast verdoppelt. Was ist aber nach Inflation? Welche reale Rendite bleibt übrig? Auch hier wieder unser Beispiel: 200 Euro monatliche Sparrate ergibt immer noch die Einzahlungssumme von 2.400 Euro. Nach einem Jahr Kaufkraft bereinigt mit einer Inflationsrate von 2% verbleiben also nur noch 2.354 Euro aktueller Kaufkraft. Auch hier der Blick wieder auf den langfristigen Zeitraum von 20 Jahren. Hier wird sehr deutlich, wie wichtig das Thema reale Kaufkraft für den langfristigen Vermögensaufbau ist. Der Anleger hat auch hier 48.000 Euro in seinen Sparplan eingezahlt. Bei der Bankanlage mit 0,1% Verzinsung verbleiben 32.629 Euro Kaufkraft. Das heißt, wir haben Vermögen nicht vermehrt, wir haben Vermögen zwar gespart, aber in Kaufkraft gemindert, anstatt letzten Endes gewinnbringend angelegt. Bei unserem Aktienfonds im Gegenbeispiel mit einer Rendite von 6% verbleibt immerhin ein Endkapital von 61.344 Euro. Die reale Rendite liegt eben hier nicht bei 6%, sondern abzüglich der Inflationsrate bei 4% per anno. Dementsprechend haben wir geringere Effekte über den Zinseszinseffekt. Was bleibt uns unterm Strich? Letzten Endes ist im heutigen Umfeld einfach mehr Eigenverantwortung gefragt.
Grundsätzlich sind die Herausforderungen in diesem Bereich der Kapitalanlage, insbesondere bei den langfristigen Zeiträumen, deutlich gestiegen und deutlich höher, als es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren in einem Umfeld mit real positiven Zinsen möglich war. Traditionelle zinsbasierte Instrumente funktionieren in einem Umfeld ohne Zinsen einfach nicht. Sie sind quasi tot, diese Art der Anlageformen, und wir müssen uns über Gedanken über andere Anlagen machen. Hinzu kommt die Bevölkerungsentwicklung, das heißt immer älter werdende Menschen, gleichzeitig das Thema, dass die Babyboomer-Generation die nächsten Jahre in Rente geht und die Sozialsysteme sicherlich auch von der Ebene weiter belastet werden. Auf der anderen Seite immer länger werdende Ausbildungs- und Studienzeiten. Das alles sind natürlich Belastungen für unsere Sozialsysteme. Gleichzeitig sind die für die privaten Anleger zugänglichen Instrumente und Umsetzungswege effizienter, transparenter und kostengünstiger geworden. Das ist die gute Nachricht. Insofern besteht die größte Herausforderung in der Herleitung der individuellen Anlagestrategie, die alle Aspekte und Einflussfaktoren berücksichtigt. Heute einfach zu sagen, ich lege Geld aufs Konto und schau mal, was passiert, wird auf Basis des Niedrigzinsumfeldes gerade bei langlaufenden Anlagen und langlaufenden Zielen sicherlich ein schwieriger Weg werden. Weitere Details besprechen wir hierzu in unserem Workshop. Dieser findet statt am 27.09. in Darmstadt und folgende Inhalte werden wir hierbei behandeln. Es geht generell um einen Einstieg in die Themen Geldanlage, Alters- und Risikovorsorge, ein Leitfaden, wie man die für sich passende Strategie findet und welche Einflussfaktoren man berücksichtigen sollte, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, Geld anzulegen, und was ich bei der Altersvorsorge berücksichtigen sollte oder wie ich selbst die für mich passenden Entscheidungen treffe. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag und alles Gute. Vielen Dank. Wiedersehen.